Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Lutherstadt Wittenberg, an diesem Samstag will die NPD auf unserem Marktplatz eine Kundgebung abhalten. Und ich rufe Sie alle ganz herzlich dazu auf, sich am gleichzeitig stattfindenden Familienfest ab um 13 Uhr auf dem Arsenalplatz in der Innenstadt hier mit zu beteiligen, ein Zeichen zu setzen. Machen Sie das mit allen beteiligten Vereinen, Verbänden, Parteien und Initiativen, wo wir zusammen gegen Rassismus und ausländerfeindliche Hetze gegenüber den Asylsuchenden und Kriegsflüchtlingen einstehen. Auch der Ortsverein der Lutherstadt Wittenberg beteiligt sich an diesem Fest und ich werde selber an dem Stand dabei sein und hoffe, Sie dort auch mit begrüßen zu können. Die Lutherstadt Wittenberg ist weltoffen. Kriegsflüchtlinge zu helfen, ist humanitäre Pflicht. Niemand verlässt leichtfertig seine Heimat. Wir unterstützen die Flüchtlinge dabei, eine neue Heimat zu finden. Egal ob vorübergehend oder dauerhaft. Hier in Deutschland, hier in der Lutherstadt Wittenberg. Das geht nur mit gemeinsamem Respekt und im kulturvollen Miteinander. Rechtsradikales Gedankengut gegen Asylsuchende und der Vermehrung von Flüchtlingen haben bei uns in der Stadt keinen Platz. Dem werden wir konsequent entgegentreten. Wir werden für ein weltoffenes Wittenberg und Sachsen-Anhalt gemeinsam einstehen am Samstag. Und ich hoffe, Sie auf den Arsenalplatz und in der Innenstadt zu sehen und Sie dort auch begrüßen zu können. Herzlichen Dank und bis dann.